Wunderschönes Spiel. Kapitel 6. Das Picknick. Der Schal. Er muss irgendwo im Haus sein. Er ist so stur. Ah, stimmt. Ich wusste doch, dass ich irgendwas vergessen hatte. Immerhin habe ich guten Geschmack, was Filme angeht. Okay, mal gucken. Steck in der Uhr fest. Habe sie statt satt. Ich träume davon, in deinem niedlichen Häuschen in Dordogne herumzulaufen. Moment, das ist jetzt dein Haus, nicht wahr? Das finden wir bald heraus. Sie haben 6 Anrufe in Abwesenheit. Sie haben die 2 am 17. September ausliegenden DVDs noch nicht zurückgegeben. La Tour Montparnasse Infernal und Perfect Blue. Tja. Dann müssen wir wohl Überziehungszinsen zahlen, whatever. Keine Ahnung. Der Schal könnte oben in Noras Schlafzimmer sein. Nora und Papa. Auf dem Bild steht 1980 geschrieben. Das sieht da bereits ziemlich krank aus. Wann kommst du zurück? Dieses Wochenende könnte unsere letzte Chance auf Bellinis sein. So, in Omas Zimmer. Hoffentlich führt mich der Schal zur Kiste. Sehr ruhig. Sie hätte wohl Zeit, bevor sie... Finden wir den Schal. Eduard. Dieser Brief ist eine höfliche, letzte Warnung. Lass unsere Familie in Ruhe. Wie wir leben, geht dich nichts an. Wir danken dir für deine Gastfreundschaft und du hast dich in der Vergangenheit gut um Renard gekümmert. Renault, keine Ahnung. Aber deine Untersuchungen bezüglich unserer Religion gehen zu weit. Nächstes Mal, wenn du die Grenze überschreitest, reichen wir bei deiner Akademie, dem Rektor und sogar bei der Polizei Beschwerde ein. Renard ist nicht dein Kind. Kümmere dich um deine eigenen Probleme. Mit deinem Sohn, bevor du uns so schikanierst. Okay. Oma und Opa sind hier in den 50ern hergezogen, als Papa 6 oder 7 Jahre alt war. Schal. Da ist er. Looking good, girl. Das ist Eduard, mein Großvater, und Nora und Renaud. Das müssen seine Eltern sein. Eduard hat Renauds Uhr. Er hat sie wohl an... Die Uhr. Sie ist der Mittelpunkt von dem, was zwischen ihnen geschehen ist. Moment, ich erinnere mich. Die Uhr, Nora und Renaud... Und zurück in die Vergangenheit. Ich muss los! Wo gehst du denn hin? Draußen mit einem Freund spielen! Einem Freund? Ich guck lieber mit wem, nur um sicher zu gehen. Hey, wo gehst du hin? Nach Hause. Ich muss zum Mittagessen zurück sein. Ah, na gut. Musst du nicht nach Hause? Nö, ich bin allen egal. Ich bleib wohl erstmal hier. Hey, wir suchen morgen zusammen weiter. In Ordnung? Klar.
Freund hierher einladen? Bitte sag ja. Er ist ganz allein und hat bestimmt Hunger. Ja, natürlich. Warum machen wir nicht draußen ein Picknick? Es ist so schön und wir können etwas Leichtes zum Essen machen. Ein Picknick? Eine geniale Idee. Ja! Oh, wie süß. Kannst du mir mit dem Essen für das Picknick helfen? Klar! Mama lässt mich daheim nie kochen. Keine Sorge, ich helfe dir. Ich würde dir Renaud gerne vorstellen. Renaud. Ich kann es kaum erwarten, Renaud zu treffen. Und noch eine. Er ist etwas wild. Ich habe keine anderen Freunde wie ihn. Wild? Hoffentlich ist er nett. Oh, das ist er. Der hat ihn doch schon gesehen. Nun, das Geheimnis dieses Rezepts ist viel Hitze und viel Fett. Je mehr Fett, desto besser. Dann hauen wir mal schön viel Fett in die Pfanne, bevor wir Oma in die Pfanne hauen. Das könnte genug Fett sein. Jetzt müssen wir würzen mit Salz und Pfeffer. Ich bin froh, hier einen Freund gefunden zu haben. Jetzt bekomme ich wieder Hunger. Ich habe gerade Müsli gegessen. Soll nicht heißen, dass, weißt du, keine Zeit mit dir verbringen will. Ich verstehe, Süße. In deinem Alter ist das normal, einen Freund zu haben. Das sollte reichen. Obwohl ich schon merke, dass er Probleme mit seinen Eltern hat. Nur noch ein Grund, ihn zu unserem Picknick einzuladen, oder? Das sollte genug Salz sein. Ab in die Pfanne. Das ist gut gemacht. Sie werden bestimmt bis zum Picknick dann bleiben. Wir sollten uns beeilen. Folge mir. Ja. Erstmal. Hä, hey, Mimi, der Snack? Das haben wir doch schon gehört. Na gut. Hm? Vielleicht. Ne? Okay. Du kannst ja auch was essen, Smarty. So ist es ja nicht. Sie hat mich und meine Ideen alle ertragen. Ich glaube, es hat ihr auch gefallen. Es muss so erfrischend sein, so jemanden in seinem Leben zu haben. Jemanden, der zu all deinen dummen Ideen ja sagt. Egal was. Naja, an sich habe ich schon genug gegessen, aber ja, könnte ich. Wenn du Hunger hast, hast du offenbar noch nicht genug gegessen. Snacks! Aber ich kenne das. Wenn du eigentlich schon gegessen hast, aber du eigentlich doch nichts essen willst, aber irgendwie doch Hunger hast und... Ich weiß, was du meinst. Aber sie hat irgendwie noch niemanden von diesen zwei Goldmünzen erzählt, die sie da im Fluss gefunden hat, wo wir das Besteck gesucht haben. Da weiß irgendwie noch niemand was von.
ist echt cool, Oma. Solltest du nicht deinen Freund rufen? Stimmt. Ich rufe ihn unterhalb der Klippe. Na, wo ist der? Da. Oh, ein Blatt. Hallo. Juhu. Juhu, ich hab Essen dabei. Komm. Warum sammelst du nicht ein paar Tannenzapfen? Dann können wir das Picknick dekorieren. Ja, das wäre lieben. Das wird großartig. Also. Ich wollte immer noch mehr Kleber dran machen. Es ist einfach, weil du es machen willst. So ist das. Hast voll recht. Mein Freund wird bald hier sein. Dann lass uns das Essen holen. Und dann. Genug Kleber für heute. Leg ihn weg und fang an, dein Spielzeug zu schmücken. Also. Muss ich das jetzt dran machen? Es ist einfacher, als ich dachte. Okay, nee, das machen wir. So, dann machen wir nur... so... 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 So. Also. Und so. Ich mach das mal mit der Maus. So. So. Und so. So. Damit sollte alles bereit sein. Mimi, er ist da. Hey. Hallo? Renna, das ist meine Oma Nora. Hallo, Renna. Ich bin so schnell gerannt, wie ich konnte. Das musstest du nicht. Wir haben das Essen dabei, aber warum machst du nicht das in Foto, Mimi? Schönes Bild. Und dieses Mal bist du nicht so verschwommen. Ah, von dem Markt. Wo du gerufen hast, hatte ich, glaube ich, was im Wasser gesehen. Oh. Hast du gebrüllt? Hab ich. Und du hast aber viel besser gebrüllt als ich. Was jagt ihr Kinder denn? Koblo natürlich. Natürlich. Meinst du, wir kriegen ihn? Er kann nicht ewig abhauen. Mimi und ich fangen ihn ganz sicher. Ihr werdet es ganz bestimmt schaffen. Wenn wir ihn fangen, sollen alle sehen, wie ich die Schlange aus dem Fluss ziehe. Sind alle schon aufgeregt? Ich bin es. Natürlich, Süße. Oma hat vorgeschlagen, dass wir drei zusammen ein Picknick machen. Was sagst du, Rinna? Ist okay. Wow. Wow. Ich weiß, dass du ein wenig gestresst warst wegen meinem geheimen Freund, Oma. Ich war nur neugierig. Das ist alles.
Ist alles in Ordnung? Es ist... ja, ist es. Genießen wir das Picknick. Kennt ihr euch? Das tun wir, Süße. Es geht nur um die Uhr. Und jetzt haut er ab. Die Uhr. Die Uhr? Worüber redest du? Ein Dieb und ein Lügner. Das ist nicht wahr. Niemand glaubt mir. Hier. Mich interessiert diese doofe Uhr nicht. Halt! Du solltest nicht mit Dieben spielen. Er hat die Uhr nicht gestohlen. Er hat mir gesagt, dass er sich getan hat. Warum sollte er lügen? Nora kannte Renault. Und er kannte Opa. Irgendwas Schlimmes war zwischen ihnen passiert. Jetzt wird mir alles klar. Ich bin so schnell und so lange gerannt, dass ich nicht mehr wütend war. Ich habe mich einfach leer und traurig gefühlt. Warum? Warum? Ich hab diese Familie so satt. Ich muss mich beruhigen. Ich muss mich beruhigen. Die Mappe. Gute Idee, Mimi. Sehr gute Idee. Ich hab immer noch nicht ganz verstanden. Also er hat halt die Uhr von dem Opa oder so, aber... Wir haben leider nur ein Foto. Und auch nur ein Sound. Und es geht wieder zurück ins Jenseits. Also in die Gegenwart.